Hallo und herzlich willkommen beim Chaosmeister. Heute das geringe Übel. Kael'thuzad und Rafam wollen ein für alle mal klären, wer der bessere Endboss ist. Wir unterstützen einen der beiden Bösewichte in seinem Kampf um die Weltherrschaft. So, wir spielen Rafam. Eigentlich in unseren Augen die schlechtere Wahl, weil Kael'thuzad im Anfangsgame so stark ist und Rafam erst am Ende stärker wird. Und eigentlich in unseren Augen halt die schwerere Wahl ist. Stabteil entdecken, das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, die Fackel ist auch nicht verkehrt. Das Tod ist okay. Ersetzt am Ende eures Zuges alle anderen Diener durch neue, die gleich viel kosten. Ah, die hatte ich schon mal gesehen beim anderen Turnier. Also beziehungsweise beim... Irgendwo gab es die mal als Gegnerin. Ja. Mal gucken, ob wir noch eine kleinere kriegen. Denke schon, ne? Ja, nochmal. So, einen Start brauchen wir auf jeden Fall gleich noch im Kampf. Rafam wird halt erst im späteren Verlauf stärker. Und ist am Anfang halt noch nicht so stark. Wir werden nicht begraben, ist natürlich auch nicht verkehrt. Was macht die Nullerkarte? Verwandelt ein Diener in eine Grubenschlange 2-1. Ach so, okay. Sollen wir aber erstmal hier schon mal Monster holen, ne? Ja, würde ich sagen. Oder auf den besseren Stab hoffen. Wir können auch einfach nächste Runde den Stab schon verbessern. Ja, machen wir dann das. Weswegen wir schon 2 Siege hier haben, ist einfach der Grund, wir hatten Probleme mit unserem Mikro. Und dementsprechend kennen wir das hier auch schon. Hatten in den letzten 2 Malen einen Kael'thuzad gehabt. Denn, wie schon gesagt, in unseren Augen eigentlich der leichtere ist. Wenn man halt zügig vorankommt. Aber anscheinend hat der Gegner Startschwierigkeiten. Der hätte eigentlich schon mindestens einen mehr draußen haben können. Ja, richtig. Die Verdammten stehen bereit. Also. Ja, den könnte man rein theoretisch schon mit Schattenwort Schmerz umbringen. Machen wir auch direkt. Dann haben wir... kann ja keinen damit buffen. Ja. Ruft ihn vielleicht sogar direkt wieder. Hätte ich an seiner Stelle überlegt. Der ist auch gemein. Mhm. Sollte auf jeden Fall sterben. Aber wir holen jetzt erstmal. Eventuell auch die Heldenfähigkeit, ich weiß es nicht. Heilmut, okay. Heilmut, ja. Dann lass uns den da auch verwandeln und direkt töten, ne? Können wir den direkt töten? Ja, mit ihm hier. Ach so, ja. Anholt. Richtig. Gut. Ja, aber bei Kael'thuzad ist halt das Schöne, dass er fast nur Legendaries hat, also komplett die ganzen Bosse von Naxxramas durch, zusätzlich aber auch noch so Zauber wie, also ein 8er Zauber, der 2 Gegner ruft, also 2 Helden bzw. Bosse aus Naxxramas. Deswegen ist er in unseren Augen einfach wesentlich stärker. Aber mal gucken, wie weit wir jetzt hier mitkommen. Und auch wenn es manchmal so scheint, als würde man direkt verlieren oder so, sollte man sich hier keine Sorgen machen bei Rafam. Der wird halt erst am Ende interessant und stark. Ist natürlich jetzt ärgerlich, der möchte den natürlich dann gleich mit der Schlange töten. Mhm. Weil er leidet halt immer nur einen Schaden. Also eine Todkarte. Fügt allen feindlichen Dienern 2 Schaden zu, das ist natürlich auch sehr praktisch, dann ist die Schlange nämlich tot. Ja, yep, machen wir mal. Ja, machen wir. Na.
Will nicht. Sonst. Machen wir ihn noch raus. Okay. Ja, machen wir. Vielen Dank. Mal gucken, ob wir den nächsten Stab ziehen bzw. kriegen. Das habe ich jetzt eigentlich noch nicht rausgefunden, ob man den zieht oder ob wir den automatisch kriegen. Da wir Rafam ja vorher noch nicht gespielt haben. Na, jetzt hat er wieder die Schlange. Na, was tust du nun? Entscheide dich. Okay. Lässt uns dann eigentlich freie Hand, was wir mit der Schlange machen. Kann er also dann wieder nicht gegen ihn nutzen. Ein Geheimnis. Eine Wunschkarte. Spielen wir den mal aus. Das ist auch nicht schlecht. Schlange würde ich damit töten. Genau. Zettel duplizieren, habe ich mir fast gedacht. Ist natürlich ärgerlich. Gehen wir den aber erstmal weg. Und sonst, was haben wir da? Eine Wunschkarte. Entdeckt einen Dino. Na gut. Schauen wir mal. Jetzt bufft er natürlich den einen auf. Den könnte man aber mit unserer... Wie heißt sie? Die Vierer. Runtersetzen. Oder man setzt die Flickwerk runter. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ja, wir töten erst ihn und dann setzen wir Flickwerk runter. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oder machen auf Flickwerk lebendig begraben. Auch das wäre eine Variante. Kann er den Zug beenden oder will er noch was machen? Ja. Endlich. Da wäre dann auch der nächste Teil des Stabes. Das hat eigentlich höchste Priorität. Und trotzdem würde ich den linken vermutlich erstmal töten. Oder erstmal gucken, was für ein Diener rauskommt. Ja. Mal. Leben wiederherstellen, zieht am Ende eures Zugs eine Karte. Den brauchen wir nicht mehr, wenn wir den Stab fertig haben. Ja, richtig. Gut. Dann könnte man das machen. Töten und dann... Das und den Stab noch. Das können wir nämlich dank Münze auch noch machen. Gut, dann spielen wir den Stab noch. Ja, legendären. Genau. Den wollten wir nämlich haben. Jetzt bekommen wir noch zusätzlich Karten von dem. Aber zufällig legendäre, die kosten viel weniger. Das ist schon geil. Ja. Könnte man den Drachen einfach so für 5 Mana raushauen? Ja, jetzt wird es auf jeden Fall für ihn wesentlich schwerer. Mhm. Da er halt am Anfang halt nicht so viel Tempo gemacht hat. Jetzt kommt die Schlange wieder. Kriegen wir mal gerade. Oh, der ist auch schlimm. Diese Giftmonster halt einen. Ja. Direkt umbringen können. Den müsste man zuerst töten. Wir gucken mal, was für einen Zauber wir noch zusätzlich kriegen. Vernichtet einen Diener kostet 4 weniger, wenn ihr einen verletzten Diener kontrolliert. Das wäre doch praktisch, der würde uns nur 3 Mana kosten. Okay. Könnte man den direkt vernichten? Dann gucken, was aus der Heldenfähigkeit rauskommt. Das
So, dann ist er erstmal raus. Und sonst die Fackel vielleicht sogar. Eventuell die Fackel auf die Schlange. Aber ich würde auf jeden Fall Heldenfähigkeit machen. Ja. Ja. Ich spüre trotzdem erstmal aus. Ja, und lauf an. Genau. Wird er wahrscheinlich sowieso gleich töten. Deklandino, gut. Aber wir haben wenigstens so ein paar Karten aus ihm rausziehen können. Ja, müssen wir schauen. Aber zum Glück haben wir ein bisschen was zum Heilen dabei noch. Okay. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja. Allerdings können wir trotzdem erstmal Heldenfähigkeit machen. Machen wir auch. Gut. Oh, ihn ist gleich auch hoch. Nicht schlecht. Und setzen seinen Gegenüber. Nein, das ist glaube ich nicht so gut, oder? Wen möchtest du jetzt auf 3-3 setzen? Weiß ich nicht. Welchen meinst du dann? Den linken dachte ich jetzt kurz. Ich weiß noch nicht, wenn die jetzt beide sterben, wer bekommt dann den großen? Vielleicht beide? Ich weiß es nicht. Ich bin mir da jetzt auch unsicher irgendwie. Deswegen wäre es blöd, wenn unserer dann nicht mit stirbt. Hier ist ja besser so. Wenn er unser stirbt, dann müsste es ja dann so sein. Stimmt. Na gut. So. Ja, stimmt. Doppelter Kampfschrei, ne? Und Luak-Tap können wir gleich mit Schattenbord tot dann töten. Ja. Wenn er nichts Passenderes dafür rausholt, ja. Der darf halt nur nicht im A2 sterben, glaube ich. Also hoffe ich mal, dass er vielleicht ihn direkt dagegen schickt, irgendwas. Müssen wir mal schauen. Was haben wir da? Jedes Mal einen feindlichen. Wenn ein feindlicher Diener stirbt, ein 1-1. Gut, dann hat er den Fehler aber gemacht, dass er. Na ja gut, wir haben den Flammenstoß auf der Hand. Ja. Und Schattenwort tot. Schmerz. Ich würde trotzdem den Flammenstoß erstmal machen. Oder vielleicht sogar erstmal gucken, was für ein Diener rauskommt, aber. Das ist okay, Gegenzauber. Sehr gut, dass wir es jetzt gemacht haben. Ja. Ja, machen wir das erst. Richtig. Dann schicken wir ihn dagegen. Richtig. Ja. Ja. Und die opfern wir dann dementsprechend einfach. Will ich tun aus. Oder willst du ja? Na, für ein HP lohnt sich das nicht. Okay. Dann gucken wir noch, was im Startplan ist, ob wir das vielleicht direkt noch spielen können. Nee. Nein. Szenarios nicht. Na gut. Gut, dann nächste Runde Szenarios. Geheimnis, das könnte wieder duplizieren sein, hat er relativ häufig im Deck gehabt. Das ist ärgerlich für ihn. Der darf diesmal nicht sterben. Nein. Könnte natürlich den Zweier rausholen und damit den Rechten töten und eventuell dadurch duplizieren auslösen, wenn es das ist. Machen wir mal kurz vorweg. Das kann duplizieren. Das kann duplizieren. Okay, dann schauen wir mal, was da drin ist. Ja. Mimiron.
Gut, so viel Mechs kriegen wir nicht zusammen. Dann würde ich sagen, wir lösen das aus. Okay. Genau. Genau, und dann töten wir ihn damit. Sehr schön. Dann können wir jetzt sogar ihn noch hier rufen. Genau. Könnte natürlich alles verstärken. Ja, können wir auch machen. Haben wir relativ starke Monster dann. Er hat auf jeden Fall auch noch im Deck Vernichten. Mhm. Er zerstäuben, meine ich. Ja, zerstäuben ist auch noch im Deck, aber das müssen wir dann halt mit dem niedrigsten austesten. Mhm. Sollten auf jeden Fall nicht mit Thaddeus angreifen. Mhm. Das wäre ärgerlich. Aber so langsam wandelt sich das Match zu unseren Gunsten. Also er hat den Anfang halt ein bisschen vermasselt. Ob er schlecht gezogen hat oder nicht, ist jetzt dahingestellt. Aber wenn man mit Kel'Thuzad am Anfang nicht vorankommt, dann hat man halt echt Probleme. Ja, es wird zum Ende hin dann schwierig gegen die ganzen Legendaries. Und da kriegt immer wieder diese Schlange. Der kann auch gemein sein. Ja, der sollte auch sterben. Noch eine Schlange. Auf ihn geht er. Auf ihn da auch noch. Okay. Na gut. Gucken wir mal kurz, was drin ist. Vielleicht haben wir ja eine weltliche Angst. Leider nicht. Dann nehmen wir ihn erstmal hier. Okay. Könnten natürlich auch noch Heldenfähigkeit machen. Gucken, das ob da was Schönes kommt, was passt. Mhm. Die Bestie in Rot. Dann kümmern wir uns einmal um eine der Schlangen. Mhm. Testen einmal aus, ob es zerstäuben ist, würde ja, ich sagen. Machen wir jetzt auch. Sieht so aus. Jo. Dann setzen wir ihnen auf jeden Fall den Spotter noch davor. Genau, und töten den. Töten den. Und gehen face. Jo. Und holen Mimirons Kopf auf jeden Fall noch mit raus. Ja, rein theoretisch könnte man auch noch die Bestie dazu setzen. Hat der irgendwelche E-Zauber drin? Ich kann mich an keine erinnern. Vielleicht haben wir die aber auch noch nicht gezogen. Aber so große AE-Zauber, das müsste ja dann schon mit Deathwing oder ähnlichem. Ah, schade. Jetzt hätten wir. Gut, konnten wir jetzt natürlich nicht sehen. Und leider nicht das Match so zu Ende bringen, wie wir es gerne gehabt hätten. Aber ich hoffe, wir haben euch einen Einblick präsentieren können. Und wie gesagt, in unseren Augen ist eigentlich Kel'Thuzad stärker, wenn man halt am Anfang genug Tempo kriegt. Während des Matches ist es halt so, umso länger das Match geht, umso stärker wird Rafahren. Der Stab ist eigentlich das Wichtigste, wie man gesehen hat. Sobald er den Stab zusammen hat mit den relativ günstigen Legendaries, ist er fast gar nicht mehr zu besiegen. Zumal, wenn Kel'Thuzad dann eben durch seine Heldenfähigkeit nicht immer das bekommt, was er möchte. Und auch nicht mehr so viele Karten rausbekommt, wie am Anfang. Ja, beziehungsweise gar keine Karten mehr hat, weil mehr ziehen kann er nicht. Richtig, er kann dann immer seine Heldenfähigkeit machen. Er kriegt die Legendaries dann nicht tot, die Rafarm dann einfach immer aufs Feld schmeißen kann eigentlich. Ja. Wichtig ist, die erste Hälfte des Matches zu überleben, bis man den Stab zusammen hat mit Rafarm. Und Kel'Thuzad muss Tempo machen, wenn er gewinnen möchte. Hat man ja gesehen, wir waren ja bei unter 30 schon, 30 HP. Haben uns natürlich ein bisschen gerettet mit einem Heilwort und doppelten Kampfschrei, aber grundsätzlich, wenn man die Hälfte übersteigt, also überlebt, dann sieht es auf jeden Fall für Rafan wesentlich besser aus. Genau. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch frohe Ostern und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.